Ja, man kennt mich ja eigentlich von den großen Besetzungen. Ich habe die eigene Big Band gehabt, damit habe ich angefangen. Ich habe viel mit Orchestern gespielt, immer mit möglichst vielen Leuten noch hinter mir. Und ich liebe das auch. Aber in den letzten Jahren gab es doch immer so eine kleine Stimme, die gesagt hat, wie wäre es denn mal mit einer kleinen Intimbesetzung auf der Bühne zu sein, genau das Gegenteil zu machen. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich habe meinen Traum erfüllt. Wir haben ein kleines Trio, Bass, Schlagzeug, Klavier und ich. Und wir spielen American Songbook Songs, also die großen, großen Klassiker des American Songbooks. Das Programm heißt A Swinging Affair und es ist ganz klein und ganz intim und aber auch ganz großartig. Das finde nicht nur ich so, ich glaube, das findet auch das Publikum ganz toll. Come on, fly with me, let's fly, let's fly, pack up, let's fly away. And don't tell your papa. American Songbook ist natürlich ein riesengroßer Überbegriff für eine Fülle an Songs, angefangen mit George Gershwin, über Cole Porter, die Songs, die Frank Sinatra gesungen hat, die Tony Bennett gesungen hat, die ganzen legendären Sängerinnen und Sänger, die alle meine Vorbilder sind. Oh, it's just an old sweet song in Georgia. Es heißt ja nicht umsonst American Songbook and Beyond. Und hinter diesem Beyond, da verstecke ich einfach auch ganz andere Songs, die man jetzt nicht klassischerweise zum American Songbook rechnen würde. Das können auch mal sogar deutsche Lieder sein. Einfach die Songs, die mir gefallen, bei denen ich vielleicht sogar teilweise morgens denke, lass uns dieses Lied mal spielen und singen. Am Nachmittag proben wir den und abends spielen wir den schon auf der Bühne mit dem Trio. Und das ist einfach das Tolle. Wir können so unfassbar spontan sein. Fieber! I'm a fire, fever, yeah, I burn for Sue. Move the sun, yeah, I thank you for the clean, the clothes we brave. Was ich ganz besonders finde bei diesen Konzerten, und das merke ich auch beim Publikum und ich höre es auch aus den Reaktionen, das ist diese ganz besondere Intimität. Wir haben halt oft auch eine kleinere Bühne, wo wir mit den großen Besetzungen gar nicht spielen könnten. Mit dem Trio ist das wunderbar. Die Leute sind alle was dichter an der Bühne und da entsteht einfach so eine intime, feine, kleine Atmosphäre. Das ganze Publikum wird zu Freundinnen und Freunden und wir haben einfach einen ganzen Abend lang richtig Spaß und genießen das wahnsinnig. Ein Glück, dass er nicht auch noch singt. Er sagt wirklich ein Glück, es ist wirklich. Wer ihn unter der Dusche singen gehört hat, der weiß. Dieser Mann gehört ans Klavier. Sag mir quando, sag mir wann. Ich dich wieder küssen kann. Ich hab immer für dich Zeit. Hours. To me, this is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. An old man river, he just keeps rolling. Thank you.